die Nummer 1. Du schaffst das schon. Ich bin bereit, ich geb nicht auf. Ich hab gelernt, um was es geht. Und ganz egal, was vor mir liegt, ich gehe meinen Weg. Ich hab den Mut, ich halte durch. Ich streife durch das Land. Hast du gepusht oder ungepusht? So gut wie ungepusht. Es war auf 1,6. Bewerte mal. Nicht allzu beeindruckend. Das ist sehr schlecht. Ja, aber es hat gute Verteidigungswerte. Unsere Form. Ja, da musste bei sowas musste vorsichtig sein. Und das hier, das hat 95 Euro angesetzt. Bewerte mal. Mein Dragoran ist auch fast perfekt. Total beeindruckt, kann einfach alles angelegt werden. Dragoran, ein wildes Goldwort. Das kannst du fangen. Das habe ich sogar noch nicht. Meiner hat sogar 2 Werte. Boah, richtig saftig. 1,339, Mann. Was denn? Hat der eins Drachen? Wir können gleich bewundern, wie aus meinem 2-Kilometer-Ei ein Taubsi, ein Hornlio oder ein Zubat schlüpfen wird. Wildes Dragonier sind erschienen. Ja, und wie man sieht, ein sehr starkes. Ein schwaches, du kannst es dann halt leichter fangen, in Anführungszeichen. Der immer springt, wenn ich werfe, glaubst du das? Voll. Es ist insgesamt gut. Ah nein, es ist wirklich aufgefallen, aber trotzdem. Die Eis sind nicht so. Ja, ich schick's auch weg. Macht keinen Sinn. Ja, ich hab meins auch behalten. Endlich gibt's ein bisschen Action. Oh, da willst du mich verarschen, gell? Keine Ahnung. Ich bin nur der Kameramann hier. Platz ist, perfekt für Action-Shots hier immer. Dieser Platz ist hier. Wo sind die Jungs? Ja, das ist das Problem. Wo sind die beiden? Wir hätten doch laufen sollen, Mann. Tot, Mann. Fragen wir mal die, Mann. Jungs, habt ihr das Batidi hinter mir gesehen? Was? Batidi. Ja, ah, ich hab's auf dem Radar, aber. Hast du auf dem Radar? Ja. Du auf? Ich nicht. Ich schon. Die Jungs haben gerade über Dratini geredet, ne? Auf der Jagd nach Dratini. Hä? Auf der Jagd nach Dratini. Ja, jedes ist. Wo ist denn das genau? Einfach weiter oben auf an der Ecke. Danke dir. Wie heißt das? Und das ist eine App? Ja, für iPhone. Für iPhone, okay. Die ist legal aber, gell? Ja. Ja, genau. Ich wusste, dass für iPhone legal aber. Mein Ei? Machst du dein Drachen? Hat sich heute schon echt gelohnt. Ja, und es ist ein Radfratz. Ja. Und die hatten Alles klar. Bei mir ist es da. Okay, es versteckt sich so direkt hinter Anton, Mann. Schau, damit ich es nicht sehe, aber ich habe es leider gesehen. Oh mein Gott, Mann.
292. Gleich mal eine Beere werfen, damit es nicht flieht. Dratini ist immer ein bisschen schwieriger. Und ein Hyperball. Und ein Hyperball, da ist er. Ja, wenn du es mehr drehst, wird es ein viel. So, leider hat es sich befreit. Dann haben wir noch einen Pokéball. Wir haben den ersten Ball gefangen. Wie viel hat eins? 558. Sag mal die Teil. Schlecht? Ist mir insgesamt aufgefallen. Also schlecht. Kann ich wegschicken? Okay, geh mal zurück, Mann. Das verpasst doch blöd, was krasses kommt. Ja, blöd ist jetzt tot, Doktor. Ja, geh mal ein bisschen schneller zurück. Da könnte ich noch Nido King machen, aber leider habe ich noch kein gutes. Oh mein Gott, ein Kappa. Insgesamt ein gutes Problem. Ein ganzer Account. Okay, Professor Eich kann sich über noch ein Dratini freuen. Okay, also heute bockt sich hier gar nicht. Ja, wenn was Gutes jetzt mal kommen würde, wäre schon. Gehen wir mal auf die andere Seite und zählen. Ja. So, Leute. Community leider heute nicht sehr freundlich wie sonst. Da muss ich mal eins hergeben. So. Ich benutze die sonst eh nicht. Und hier ist eh der beste Spot, von daher passt es schon. Da ist gleich ein Niederbaum. Deine Großzügigkeit wird belohnt. Wenn es gute Werte habt, dann werde ich das zu Lidl King aufnehmen. So, schauen wir gleich mal die Bewertung. Wahrscheinlich keine großen Fortschritte machen. Kein Potenzial. Das heißt, Professor Eich hat ein neues Nidoran heute. Leider nicht. Schon so viele Bonbons, dass ich locker Nidoking machen könnte und es gut pushen könnte. Aber. Oh yes, mein erstes Nidoran. Dank Dimi, der war so großzügig. Der Team Gelb hat es gelohnt, auf jeden Fall. Yeah. Oh mein Gott, Traumat hat sich befreit. Okay, gerade zu Traumato-Hype. Hm. Hast du schon Hypnohorn? Ja, doch, habe ich schon. Boah, das gönne ich mir. 706 Traumato. Das ist Saftikon. Schön für dich. Und? Film wir ihn. Ich hoffe, es explodiert beim Entwickeln. Ja, vor Stärke. Ja. Oh, 709. Oh mein Gott, es hat sich wieder befreit. Ein fliehendes Pokémon ist ein gutes Pokémon. Okay, ich hab's. Grün ist zum Beispiel am leichtesten. Ja, das war klar. Egal. Schauen wir mal die Bewertung an. Okay,
Mit Shigi wird wahrscheinlich keine großen Fortschritte machen. Das heißt, Professor Eich kann sich über neues Shigi freuen. Ah. Boah, großartiger Ball. Der war schon saftig. Mal schauen, ob es drin bleibt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, wir müssen zum Superball greifen. Oh mein Gott, daneben ist es gehüpft. Oh mein Gott, es ist wieder gehüpft. Klasse Ball. Mal schauen, ob es drin bleibt. Eins, zwei. Okay, ist drin. Sehr gut. Können wir gleich mal schauen. Wie stark war es? 488. Wertung. Ist mir wirklich aufgefallen. Wir müssen. So, Zeit Traumatos wieder. Juhu. Den Interessenten berichten, wir haben ein Traumato-Nest gefunden. Wir hatten heute einen traumatisierenden Tag. Ja, super, wieder ein Alpollo. Alpollo? Ja, Alpollo ist schon nicht schlecht. Ja, da. Und das war der Tag heute. Richtig in Europe. Ah, das ist gut. Boah, 621. Boah, Mann, meins hat bestimmt 700. Ich hoffe, deins ist so mit keine Flossen, so verkrüppelt. Meins hat 13. Endgeil. Egal, Futter für Professor Eich. Also heute gibt's Robbensalat. Nein, Pelz, Mann. Ist ja auch noch ein weißes. Oh, Traumato. Ich habe noch keins. Okay, dann Europe wird im Kampf wahrscheinlich keine Fortschritte machen. Ja, das ist schon bitter. Oh, ich komme ins Spiel und es sind zwei Traumatos da. Ich habe schon das eine. Was macht man nicht alles für XP? Okay, wo ist Ratini? Da ist es. Martini schon gut, schauen wir mal. Oh, jetzt. Ja, es hat. Mit 12. Aber ich schick's trotzdem weg. Ja, bei mir hat's eh nur 12, ich hätte es eh weggeschickt. Okay. Okay, ich hab's. Ich habe aber gut wieder Tränke gesammelt. Ja, von dir habe ich auch mehr als genug jetzt. Hey Leute! Kuchiro Yuga hier, danke, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Vergesst bitte nicht zu liken, subscriben und kommentieren. Checkt doch bitte nochmal unsere Facebook-Seite ab und unsere Sponsoren. Und never forget, Yu-Gi-Oh! Is serious business.